Arthur Burckhardt, geboren am 24. Januar 1857 in Apolda und verstorben am 21. Juli 1918 in Glashütte, war ein deutscher Konstrukteur und Ingenieur. Er gilt als Begründer der Rechenmaschinenfabrikation in Deutschland und gründete seine Firma in Glashütte. Schon damals existierte in Glashütte eine bekannte Uhrenherstellertradition. Das Burckhardt-Arithmometer wurde 1878 von ihrem Namensgeber fertiggestellt und ist eine Vierspezies-Rechenmaschine. Somit ist sie in der Lage, alle vier Grundrechenarten, namentlich die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation sowie die Division durchzuführen. Auch ist das Burckhardt-Arithmometer die erste in Serie produzierte deutsche Rechenmaschine. Aufbau. Das Burckhardt-Arithmometer lässt sich in zwei große Baugruppen unterteilen, die weitere kleinere beinhalten. Oberhalb der roten Trennlinie befindet sich das Lineal. Im Lineal ist das Ergebniswerk, das Umdrehungszählwerk und der Löschmechanismus vorzufinden. Auch lässt sich das Lineal horizontal verschieben, was für die Multiplikation und die Division ausschlaggebend sein wird. Der untere Teil der Rechenmaschine ist statisch und beinhaltet das Einstellwerk, das Antriebswerk und den Steuerknopf. Der Steuerknopf wird benötigt, um zwischen additiven und subtraktiven Rechenoperationen zu wechseln. Das Burckhardt-Arithmometer ist richtläufig und basiert auf dem Staffelwalzenprinzip. Einstellung einer Zahl in das Ergebniswerk. Es soll der Betrag 243 in das Ergebniswerk übertragen werden. Dazu verschiebt man die Schieberegler des Einstellwerks auf die gewünschte Zahl. Der Schieberegler ist mit einem Übernahmezahnrad verbunden, welches in die Zähne der Staffelwalze greift. Je höher der Schieberegler also eingestellt wird, desto höher liegt auch das Übernahmezahnrad, sodass mehr Zähne der Staffelwalze in das Übernahmezahnrad greifen können. Stellt man den Schieberegler also auf die angezeigte 3, greifen drei Zähne der Staffelwalze in das Übernahmezahnrad. Durch eine vollständige Umdrehung der Antriebskurbel werden auch die Staffelwalzen um 360 Grad gedreht und bewegen das Übernahmezahnrad um entsprechend viele Stellen. Das Übernahmezahnrad liegt auf einer zentralen Vierkantwelle, auf welcher sich auch eine Doppelzahnradwelle befindet. Die Doppelzahnradwelle greift in das Übernahmezahnrad des Ergebniswerks und dreht sich über die Vierkantwelle parallel zum Übernahmezahnrad. So wird die Bewegung auf das Übernahmezahnrad des Ergebniswerks übertragen und die Einstellscheibe des Ergebniswerks, welche sich auf der gleichen Welle befindet wie das Übernahmezahnrad des Ergebniswerks, dreht sich um drei Stellen weiter. Jede weitere Stelle wird synchron abgearbeitet und die 243 wird in das Ergebniswerk übertragen. Addition und Zähneübertrag. Es soll die Addition 243 plus 8 durchgeführt werden. Die 243 befindet sich bereits im Ergebniswerk. Nun wird die 8 im Einstellwerk eingestellt. Durch eine Kurbelumdrehung wird diese auf den Betrag im Ergebniswerk addiert. Bei der Addition 243 plus 8 wird an der 10er Stelle ein Zähneübertrag durchgeführt. Dazu befindet sich hinter der Einstellscheibe ein Einzahn. Dieser drückt im Verlauf der Rechnung gegen einen Hebel. Dieser wiederum drückt eine Feder, die am anderen Ende mit der zentralen Welle verbunden ist und diese ein Stück nach oben verschiebt. An der zentralen Welle befindet sich der Einzahn für den Zehnerübertrag, der durch die Verschiebung der Welle ebenfalls verschoben wird. In der neuen Position befindet sich der Einzahn für den Zehnerübertrag auf einer Höhe, in der in das Übernahmezahnrad für den Zehnerübertrag der nächsthöheren Stelle greift und dieses um einen Zahn bewegt. Das Übernahmezahnrad für den Zehnerübertrag befindet sich auf einer Vierkantwelle, auf der sich auch die Doppelzahnradwelle befindet. Durch diese wird das Übernahmezahnrad des Ergebniswerks ebenfalls um einen Zahn weitergedreht und die nächsthöhere Stelle wird um 1 inkrementiert. Der Zehnerübertrag ist somit durchgeführt. Im weiteren Verlauf der Kurbelumdrehung wird die zentrale Welle wieder auf die Ausgangsposition zurückgestellt. Dies geschieht, indem die Spirale, welche sich auf der zentralen Welle befindet, der Länge nach an einem Pin entlang gleitet, welcher sich unterhalb der Platte befindet.
Hat der Pin die höchste Stelle der Spirale überschritten, befindet sich die zentrale Welle wieder in der Ausgangsposition, da diese durch die Spirale nach unten gedrückt wird. Der Einzahn für den Zehnerübertrag kann jetzt nicht mehr in das Übernahmezahnrad für den Zehnerübertrag greifen. Im gleichen Atemzug wird auch die Feder und der Hebel in die Ausgangsposition überführt. Multiplikation. Es sei zu multiplizieren 123 mal 23. Die Multiplikation besteht im Wesentlichen aus einer sukzessiven Abfolge von Addition. Dazu wird im Einstellwert vorzugsweise der höhere Faktor eingestellt. Im weiteren Schritt wird die 123 so oft in das Ergebniswerk addiert, bis im Umdrehungszählwerk an erster Stelle die Einerstelle des zweiten Faktors angezeigt wird. Anschließend wird das Lineal angehoben und um eine Stelle nach rechts verschoben. Nun wird die Zehnerstelle des zweiten Faktors multipliziert. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis im Umdrehungszählwerk der zweite Faktor vollständig eingetragen ist. Das Ergebnis der Multiplikation lässt sich nun aus dem Ergebniswerk ablesen. Nämlich die 2829. Subtraktion. Es sei zu rechnen 123 minus 24. Zuerst wird die 123 in das Ergebniswerk übertragen. Damit subtrahiert werden kann, wird der Steuerknopf von Addition und Multiplikation auf Subtraktion und Division gestellt. Dies führt dazu, dass die Doppelzahnradwellen verschoben werden und nun das andere Zahnrad der Doppelzahnradwelle in das Übernahmezahnrad des Ergebniswerks verzahnt wird. Dadurch wird die Drehrichtung des Ergebniswerks invertiert. Anschließend wird die 24 im Einstellwerk eingestellt und die Antriebskurbel wird einmal um 360 Grad gedreht. Durch die invertierte Drehrichtung des Ergebniswerks wird nun subtrahiert. Division. Es sei zu rechnen 123 durch 11. Der Dividend 123 wurde bereits in das Ergebniswerk übertragen. Und der Steuerknopf befindet sich auf Subtraktion und Division. Der Divisor 11 wird später im Umdrehungszählwerk zu sehen sein. Zuerst wird das Lineal nach rechts verschoben, bis sich die höchstwertigste Stelle des Betrages im Ergebniswerk über der höchstwertigsten Stelle des Betrages im Einstellwerk befindet. Anschließend wird mit einer Kurbelumdrehung subtrahiert und das Umdrehungszählwerk an der entsprechenden Stelle inkrementiert. Dies wird so lange wiederholt, bis der Betrag im Einstellwerk größer ist als der Betrag der korrespondierenden Stellen im Ergebniswerk. Geschieht dies, wird das Lineal angehoben und um eine Stelle nach links verschoben. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis sich das Lineal wieder in der Ausgangsposition befindet und der Betrag im Einstellwerk größer ist als der Betrag im Ergebniswerk. Das Ergebnis, in diesem Beispiel die 11, lässt sich aus dem Umdrehungszählwerk ablesen. Sofern ein Rest besteht, steht dieser im Ergebniswerk. In diesem Beispiel bleibt ein Rest in Höhe von 2.